Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Die Kakerlakenparty ist wieder da. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Videos aus der vergangenen Woche, vollkommen unkommentiert und ungeschnitten. Das Einzige, was ich hier geschnitten habe, sind die Lehrpausen und, naja, die Zeiten, in denen nicht gesprochen wurde, damit es euch nicht zu langweilig ist. Das Hörspiel könnt ihr gerne nebenbei hören, zum Einschlafen oder wie auch immer. Das heißt, hier im Video passiert nicht viel mehr, sondern ihr könnt einfach zuhören. Wem das Video gefällt, da würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten teilt gerne die Videos von dem Kanal hier. Am besten auf Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp und was es da sonst noch so alles gibt. Wer möchte, ich habe auch eine Internetadresse www.callcenter-abzocke.de oder eben auch callcenterabzocke.de, also ohne Bindestrich. Ansonsten gibt es Callcenter-Abzocke auch auf Twitter. Da würde ich mich natürlich auch über Unterstützung freuen. CC-Abzocke oder Callcenter-Abzocke dort einfach in die Suche eingeben und ihr findet direkt zu dem Profil dort. Abonniert gerne auch dort. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Hörspiel. Steiner, ist das richtig? Mhm. Ja, hallo, freut mich. Ich bin die Christina Hofer, ich komme vom Global Financial Market. Sie haben es bei uns registriert, um ein Handelskonto zu eröffnen und um Geld zu verdienen, sozusagen passives Einkommen zu generieren. Ist das richtig so? Weiß ich nicht. Wann habe ich mich denn registriert? So um 2 Monate her steht bei mir da. Ach so, ja, das könnte möglich sein, ja. Ja, ja, das ist ja sehr gut. Das ist richtig so. Das ist schön. Ich kann Ihnen ein paar Details zu unserer Brokerfirma erzählen, oder? Mhm. Schauen Sie mal, also wir sind schon seit 7 Jahren auf dem Markt, eine Brokerfirma, und wir handeln mit Finanzen sozusagen. Wir haben die besten Finanzanalytiker, die Ihnen dann zur Seite stehen, 24/7, und mit Ihrem Geld traden, wenn Sie selber keine Erfahrung haben. Haben Sie selber Erfahrung? Dann helfen Ihnen die Finanzanalytiker einfach an einer Investmentstrategie für Sie, individuell für Sie angepasst und zugeschnitten, damit Sie Geld verdienen können nebenbei. Mhm. Mhm. Haben Sie denn generell Interesse oder schon Erfahrung? Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, Interesse habe ich da schon, ja. Hm. Und womit wird denn da gehandelt? Tut mir leid, ich habe Sie jetzt sehr schlecht verstanden. Moment, womit wir handeln? Ja, genau. Womit handeln Sie denn? Ja, schauen Sie, wir können mit entweder mit Kryptowährungen handeln, sprich zum Beispiel, was jetzt gerade sehr im Trend ist, ist halt Bitcoin, Ethereum, Shiba Coin. Aber wir handeln genauso mit Rohstoffen wie mit Silber und Gold, aber auch mit Aktien natürlich. Also zum Beispiel in Aktien von Amazon, von Tesla, von Apple. Man kann aber auch zum Beispiel, was jetzt natürlich sehr aktuell ist mit der Pandemie, ist, sind Impfstoffe, sprich Pfizer, AstraZeneca zum Beispiel. Man kann mit verschiedenen Sachen handeln und Sie können natürlich das, was Ihnen lieber ist oder was Sie bevorzugen, dann den nächsten Schritt mit unserem Finanzanalytiker gehen. Das ist eben dann die nächste Abteilung. Ich bin nur ein Account Manager und ich bin dafür da, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, weil das ist inaktiv und ich kann Ihnen dabei behilflich sein, das zu aktivieren, damit Sie dann, ja, damit der Finanzanalytiker mit Ihnen zu arbeiten beginnen kann. Mhm. Haben Sie schon Erfahrung gesammelt, Herr Steiner? Ja, ja. Ja, gute Erfahrung oder nicht so gute Erfahrung oder mit welchen Firmen oder selber getradet? Also wenn ich immer selber getradet habe, waren das immer gute Erfahrungen und wenn ich mir so alle anderen Angebote angehört habe, die würde ich mal so als schlechte Erfahrungen zusammenfassen, ohne dass ich Geld investiert habe. Ach so, ohne dass Sie Geld investiert haben. Ja. Ah, okay, ja, das ist ja schon mal gut. Dann haben Sie ja schon mal keinen Verlust gemacht. Das ist ja schon mal super. Mhm. Schauen Sie, bei uns ist es nur so, dass wir auch eine Garantieerklärung ausstellen, beziehungsweise wenn Sie dann eben das Handelskonto aktiviert haben, kriegen Sie von uns eine Garantieerklärung zugeschickt, wo alles erklärt ist, dass sozusagen mit Ihrem Startkapital, mit dem Sie anfangen bei uns und in unsere Firma, in unser Handelsaccount einsteigen, sozusagen, dass damit kein Cent verloren werden kann, sondern Sie nur Gewinne machen. Verstehen Sie? Also mit unseren Finanzanalytikern, mit unserem Risikomanagement-Team können Sie sozusagen Gewinne erwirtschaften. Und am Tag sind es zwischen so 15 bis 20 Dollar auf jeden Fall, so aus Erfahrungswert, wissen Sie.
Je nachdem natürlich, mit wie viel Sie einsteigen. Ja, aber Sie wissen schon, dass so eine Garantie absoluter Blödsinn ist auf dem Börsenmarkt. Die kann keiner geben. Niemand weiß, wie morgen die Börse tickt. Nein. Ich meine ja die Garantieerklärung nicht für die Sicherheit und sozusagen hundertprozentige Garantie, dass Sie Gewinn machen, sagen wir mal jeden Tag. Doch, haben Sie gerade so gesagt. Mindestens 20 Dollar. Eine Garantieerklärung, dass mit Ihrem Startkapital nichts passieren wird. Also nicht so wie die anderen, die dann sich mit der Kohle aus dem Staub machen, nachdem man das eingezahlt hat und nichts mehr auszahlen kann. Nein. Sie können sich das Geld jederzeit ausbezahlen lassen, innerhalb von die ersten sieben Tagen können Sie auch einfach sagen, nee, ich habe doch kein Interesse, können Sie wieder aussteigen, aber wie gesagt, das Geld können Sie sich jederzeit ausbezahlen lassen, Sie können sich unsere Website anschauen, die MetaTrader 5 App, mit der wir arbeiten, da ist eben dann Ihr Handelskonto und Ihr Kundenprofil, wo Sie dann die Transaktionen sehen, alle Abläufe, alle Verläufe, was mit dem Geld passiert, und Sie können sich das Geld eben jederzeit ausbezahlen lassen auf Ihre, sagen wir mal, Girokarte, oder wenn Sie mit einer Kreditkarte einsteigen, dann natürlich auf Ihre Kreditkarte zurückzahlen. Sie können aber genauso zum Beispiel, wenn Sie schon ein Wallet besitzen, zum Beispiel ein Trust Wallet, ne? Wie man das kennt, zum Beispiel so eine App, dann kann man das Geld auch direkt vom Geld, von einem Geldbeutel in unseren Geldbeutel von eben der MetaTrader 5 App rüber überweisen, was halt auch viele Klienten von uns machen. Wie heißt Ihre Firma nochmal? Meteor, MetaTrader 5. Nee, das ist ja nicht Ihre Firma. Ja, jetzt haben Sie wieder von jemandem 250 Euro gerade abgezockt, ne? Wie bitte? Ich sage, jetzt haben Sie wieder von jemandem 250 Euro abgezockt, sage ich. Nein, 250 Euro kann man bei uns einsteigen. Bei uns ja, aber die Leute haben ja gerade geklatscht. Also haben Sie irgendwo erfolgreich von jemandem Kohle gerade ergaunert? Sie verstehen es nicht ganz. Naja, doch. Das ist eine Trader-Firma. Ja, aber da klatscht man doch nicht. Das ist doch unseriös, wenn im Hintergrund geklatscht wird. Also bei mir war das Klatschen vielleicht die Musik im Hintergrund, die gerade spielt. Nee, das war nicht die Musik. Da haben Leute im Hintergrund geklatscht. Und eine Bimmel hat auch geklingelt. Ich verstehe es nicht. Sie haben dann wahrscheinlich irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn Sie die ganze Zeit so dubiöse Sachen sagen. Nee, beschäftige mich nur schon seit längerem mit dem Thema. Und ich weiß, wann die Leute im Hintergrund klatschen und die Glocke klingelt. Immer dann, wenn ihr jemanden beschissen habt. Wir beschaffen keinen. Wie gesagt, mit einer Garantie. Ja, aber jetzt, wie heißt jetzt nochmal eure Firma? Weil die Frage habe ich ja noch nicht beantwortet bekommen. Wir sind eine lizenzierte Firma. Unser Hauptsitz ist in London. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Meteor. Nee, MetaTrader 5 heißt ihr nicht. Das ist das Programm. Das ist das Programm mit unserer Plattform. Und unsere Firma heißt Meteor. Meteor. Ich kann Ihnen eine E-Mail zukommen lassen. Da können Sie unsere Lizenz aufmachen, unsere Lizenz anschauen, durchschauen, und wir haben auch eine Steueridentifikationsnummer, die Sie auch aufmachen können. Eine Website öffnet sich, dann können Sie Step by Step sich da einfach durchklicken. Das heißt Meteor Investments, die Firma. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nö. Haben Sie WhatsApp? Ich kann Ihnen einfach, oder gerade Zeit, dann würde ich Ihnen... Ja, aber das ist ja schon wieder das nächste Unseriöse. Also, mal davon abgesehen... Was ist das nächste Unseriöse? Na ja, natürlich, über WhatsApp macht man keine Bankgeschäfte. Da macht man gar nichts was mit irgendwelchen Kunden. Wir machen keine Bankgeschäfte über WhatsApp. Ja, aber man fragt auch nicht als Bank nach WhatsApp. Ich habe eine Business-WhatsApp-Nummer, von der ich mit meinen Kunden kommuniziere. Ja, aber das ist richtig. Aber nicht in der Bank, das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Nicht seriös. Mal davon abgesehen, eure Google-Bewertungen sind ja auch mal absolute Katastrophe, ne? Unsere haben Sie jetzt schon unsere Firma aufgemacht, oder? Ja, bin da gerade dabei, so das alles mal zu überprüfen. Soll ich Ihnen eine E-Mail schicken mit unserer Lizenznummer, mit unserer Steueridentifikationsnummer, dann können Sie sich da ein bisschen reinlesen. Ja, steht es nicht bei euch auf der Webseite? Sind Sie schon bei Meteor Investment Management? Würde ich jetzt so behaupten, ja, dass das die Seite ist. Ist das so mintgrün? Nein. Nee, dann ist das hier wahrscheinlich der Originalname, wo das herkommt. Moment, Meteor
Ich lasse Ihnen jetzt einfach mal eine E-Mail zukommen. Die landet wahrscheinlich bei Ihnen im Spam-Ordner, weil das oft so passiert. Sie können ja, das ist auch meistens dann so, wenn es dann irgendwelche Abzockerfirmen waren. Dann landet sowas im Spam, richtig. Herr Schreiner, Sie sind irgendwie nicht kooperativ und Sie wollen mit mir einfach nur diskutieren. Ich möchte Ihnen einfach ein Angebot machen, dass Sie Geld verdienen, passiv. Das Geld ja, aber ist ja, dann für das ist ja schon wieder der nächste Punkt noch. Ihnen? Das ist ja schon was wieder der nächste. Naja, der nächste Punkt, dass Sie ungefragt anrufen. Das habe ich nicht erlaubt. Das ist wie ja dann ungefragt. Noch. Ja, so wie das Wort heißt, ungefragt. Das, naja, Moment, schauen Sie mal. Sie haben sich ja irgendwo. Schauen Sie, Sie haben doch irgendwo sich angemeldet. Mit Ihrer E-Mail, mit einer Telefonnummer. Ja, es war kein Opt-in zum Anrufen. Das ist keine Erlaubnis dazu. Das ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Nein, dann haben Sie wahrscheinlich. Ich weiß, wie es in Deutschland geregelt ist. Ich bin selber aus Deutschland. Aber ja, aber dann würden Sie ja nicht anrufen. Die Datenschutzerklärung, der haben Sie zugestimmt. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Sie brauchen ein Double Opt-in. Telefonwerbung hat nichts mit Datenschutzerklärung zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie brauchen ein Double Opt-in, um in Deutschland jemanden anrufen zu dürfen. Sie brauchen von mir eine gesonderte Genehmigung, damit Sie mich anrufen dürfen. Entweder schriftlich, extra gesetztes Häkchen, oder es muss ein Automat bei mir anrufen, der mir eine PIN durchgibt. All diese drei Sachen haben Sie nicht erfüllt. Moment einmal, ich verstehe es nicht. Sie sind in meiner Kundendatenbank. Sie haben meine Telefonnummer hinterlassen, ja? Auf die ich zugreifen kann und darf. Ja, bedeutet aber nicht, dass Sie anrufen dürfen und Werbung am Telefon machen dürfen. Das dürfen Sie nicht. Werbung am Telefon? Ich möchte Ihren Account freischalten. Ja, es ist ja Werbung. Es ist Werbung. Sie bieten mir hier einen Account an und das ist Werbung. Es geht um Geld. Sie haben sich die Werbung angeschaut, haben sich angemeldet, haben sich registriert, aber das Handelskonto, den Account nicht freigeschaltet. Das ist meine Arbeit, was ich mache als Accountmanager und dafür bin ich zuständig. Deswegen rufe ich Sie an. Sie brauchen mich jetzt da gar nicht so angehen. Ich gehe Sie ja nicht an. Ich sage Ihnen das nur, dass das illegal ist, was Sie machen. Ja, das sehe ich so nicht, weil sonst würde ich hier ja, nicht Ja, Sie das den so Zugriff sehen, das interessiert erstmal das Gesetz nicht. Na, also das, auf Sie, was Sie selber so sehen, das ist eine eigene Entscheidung und die hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Naja, Daten darf man offiziell nicht an Dritte weitergeben, aber die Daten haben Sie selber offiziell ausgefüllt und zur Verfügung gestellt. Ja, aber das bedeutet nicht, dass Sie dann darauf anrufen dürfen. Ach so, dann schaue ich mir einfach die Nummer an und denke mir so, ja... den darf ich jetzt nicht kontaktieren, oder? Nee, da gibt's ja Gesetze für. Da gibt's ja Regularien, wie man da vorgehen muss. Und die haben Sie nicht erfüllt. Haben Sie denn noch nie irgendwie Briefe per E-Mail oder so bekommen? Kennen Sie sich damit aus? Ja, damit kenne ich mich auch aus. Per E-Mail darf Ihnen aber jeder schreiben, oder? Nee, ebenso nicht. Ebenso nicht. Dazu brauchen Sie auch ein Opt-in. Solange es keine Werbung beinhaltet, darf jeder was schreiben. Darf ich Ihnen lassen, dass Sie sich das mal einfach mal anschauen? Oder sagen Sie nein? Ja, ich sehe hier gerade einen Eintrag bei der BaFin über Sie. Der ist ja auch gerade nicht so besonders, ne? Was sehen Sie gerade? Die BaFin warnt vor Ihrem Unternehmen. Auf der BaFin-Webseite. Da steht eine klare Warnung drin. Ich habe es vor mir. Ich kenne mich damit aus. Sie brauchen sich gar nicht rausreden. Ich habe das vor mir. Ich kenne mich damit aus. Okay, machen wir es so. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Sie schauen sich das nochmal an. Können sich jederzeit melden. Und wenn Sie kein Interesse haben, ich kann Sie gerne morgen einfach als Callback nochmal anrufen, dann sagen Sie, nein, ich habe kein Interesse und dann werden wir zusammen Ihre Daten hier rauslöschen und Ihren Account deaktivieren, beziehungsweise, der ist ja nicht aktiviert, aber Ihre Daten sozusagen aus unserem System löschen. Ja, das ist mir egal, was Sie damit machen, aber letztendlich haben Sie keine Werbeerlaubnis. Sie werden halt dann weiter angerufen. Von meinen Kollegen, von vielen Kollegen werden Sie angerufen. Ja, das ist klar. Das ist logisch. So arbeiten halt die Betrügerfirmen. Und wie gesagt, die BaFin warnt vor Ihrem Unternehmen. Na, also hier steht tatsächlich drin, dass wenn man da Geld einzahlt, dann war's das. Also nichts anderes als bei den anderen Abzockerfirmen. Das stimmt so nicht. Weil haben Sie es denn selbst schon mal probiert? Ja, ich trade selber, auch genau. Mit Bitcoin. Aber Sie wissen schon, dass Sie in Ihrem eigenen Unternehmen gar nicht traden dürfen, ne? Das wissen Sie schon. Ich tue nicht in meinem eigenen Unternehmen traden, weil ich ja, und woher trade. Wissen Sie, und woher wissen Sie dann, dass Ihr eigenes Unternehmen das auszahlt? Ah. Aus Erfahrung, weil wir mit unseren Kunden arbeiten. Wie gesagt, dafür, wie Sie mir jetzt gerade vorwerfen, dass... What's
WhatsApp unseriös ist. Das ja, ist es doch auch. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, aber das Sie ist, kennen auch die Datenschutzbestimmungen gegen WhatsApp. Ja. Ne? WhatsApp ist tatsächlich in ganz Deutschland sogar illegal genutzt. Also man darf in Deutschland eigentlich kein WhatsApp benutzen, wenn man es ganz genau deswegen nimmt. Deswegen nutze ich selber persönlich Telegram, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben. Schon seit mehreren Jahren, ja. Aber WhatsApp ist definitiv keine seriöse Basis für irgendein Finanzgespräch. Keine seriöse Basis vielleicht nicht, aber es ist für alle sozusagen zugänglich. Alle Menschen haben gerade Zugriff. Die junge Generation ist halt einfach ja, ist aber auch nur ein Indiz dafür. Das ist nur ein Indiz dafür, dass ihr betrügerisch arbeitet. Das ist wieder nur ein Indiz, dass ihr die Masse abgrasen wollt und nicht und ihr dass ihr absolut aufs Gesetz scheißt. Von der ganzen Weltbevölkerung investieren gerade in Bitcoins, in Kryptowährung 1%. Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, da Kryptowährungen, jetzt wurde wieder jemand beschissen im Hintergrund, ich kenne mich damit aus mit der Glocke. WhatsApp ist keine Basis und was ich sagen wollte, ist Kryptowährung. Noch gefährlicher geht's gar nicht. Kryptowährung wird von dem Hersteller der Kryptowährung selbst festgelegt, wie der Wert ist. Und der kann morgen total im Arsch sein. Der kann im Arsch sein, aber immer mehr Menschen werden da rein investieren und irgendwann mal wird man damit zahlen. Also ja, oder auch nicht. Wenn wir anschauen, so den Geldfluss. Kryptowährung ist überhaupt nicht reguliert. Da gibt es gar keine Regularien zu. Es wird aber soweit kommen. Ja, ist ja schön, wenn es soweit kommt, aber vorher sollte man. Das ist eine Revolution und das wird, also, wenn Sie. Man kann sich das natürlich auch schön abhaben wollen, dann muss man natürlich da früh genug rein investieren. Das ist nichts anderes wie der ganze Geldfluss, wenn die ganze Pyramide anfangen. Es war früher alles mit Münzen, dann gab es irgendwann Papiergeld. Jetzt ist alles über Online-Banking, Apple Wallet, mit Handy bezahlen, mit Apple Watch bezahlen. Sehen Sie sich doch einfach die Revolution mal an. Ja, aber das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun. Ja, natürlich hat es was damit zu tun, weil das ist der nächste Schritt und das ist das nächste Zahlungsmittel. Ja, nächste Zahlungsmittel, wenn die Regierung sowas auch zulässt und das wird nicht passieren. Ja, ich denke schon. Und wenn ich in Deutschland, ich meine, Europa wird eben demnächst wahrscheinlich auseinanderbrechen und auseinanderfallen, so wie es gerade einfach läuft mit der Pandemie und dem ganzen. Das ist die traurige Wahrheit. Ja, das ist einfach so. Es ist einfach die Zukunft und irgendwann wird wahrscheinlich jedes Land seine eigene Währung haben und viele Länder, glauben Sie mir, werden in Europa Bitcoin, Kryptowährung an sich, Shiba-Coin, Ethereum zulassen und man wird damit bezahlen können. Wenn nicht nur online, man wird auch im Supermarkt bezahlen können. Damit ist es einfach die Wahrheit. Und es ist einfach die Revolution. Man muss mit dem, sich dann früh genug in den Zug setzen, damit man dann halt auch einfach zu denen gehört, die Gewinner sein werden und nicht die Verlierer. Ja, aber viel gefährlicher als mit Kryptowährungen zu handeln, kann ich mein Geld eigentlich nicht verdienen. Weil da kann das Geld noch schneller weg sein, als ich es verdiene. In Rohstoffe, in Aktien oder sonstiges, Firmenanteile, Aktien kaufen. Ja, aber genau das ist doch einfach das Problem. Ihr werbt die ganze Zeit mit irgendwelchen Kryptowährungssachen und dabei ist das sogar zum Großteil eigentlich in Europa auch teilweise nicht komplett, aber zum Großteil ist es sogar verboten, so wie ihr das bewerbt. Mal davon abgesehen, warnen alle davor, genau so wie ihr das bewerbt. Mit Kryptowährung kann man richtig auf die Schnauze fallen. Natürlich kann man. Natürlich kann das fallen, aber es kann auch genauso am nächsten Tag steigen, weil einfach zum Beispiel die Bevölkerung von China mit über einer Milliarde dann anfängt, auch vielleicht die Kryptowährungen zum Beispiel zu kaufen und dann steigt einfach der Kurs von einem auf den anderen Tag auf 400, 500, 600% oder noch mehr. Ja, natürlich, das kann alles passieren. Ja. Aber letztendlich. Und man kann sich letztendlich dann halt das Geld ausbezahlen. Bei uns kann man sich das Geld ausbezahlen. Naja, unsere Finanzanalytiker nehmen 10%. Nein, das wird dann im Vertrag stehen. 10%. Ja, man kann ja da viel reinschreiben. Alles andere. Naja. Herr Rollsteiner, ich werde Ihnen einfach eine Mail zukommen lassen. Sie können sich das Ganze nochmal anschauen, durchlesen. Unsere Lizenz, unsere Bewertungen, unsere Website. Dann können Sie MetaTrader 5 nochmal anschauen. Und dann können wir nochmal, wie gesagt, morgen reden oder wann Sie auch immer Zeit haben. Ich weiß nicht, sind Sie gerade in der Arbeit oder zu Hause? Ich bin zu Hause und gleichzeitig auf Arbeit. Ach so, Homeoffice. Genau. Alles klar. Ja. Wie ganz viele heutzutage, ne? Okay, also sind Sie dann damit einverstanden, dann schauen Sie einfach mal im Spam-Ordner, weil oft ist es im Spam-Ordner, manchmal auch nicht, je nachdem, was für eine E-Mail. Sie haben ja einen, ich kenne die gar nicht, mdccfun.de.
kann Ihnen gerne eine E-Mail schreiben und dann schauen Sie sich das nochmal an. Mein Name ist Christine Huber. Sie können, Herr Steiner, jetzt habe ich schon Christine Steiner gesagt, vor lauter Verwirrung. Und Sie können sich das anschauen und sich eben bei mir melden, entweder rückmelden bei der E-Mail oder ich rufe Sie einfach an und wir vereinbaren ein Callback, dann kann ich das im System bei mir eintragen. Also Sie sind auf jeden Fall die Erste, die nicht gleich ins Hurensohn oder sowas ins Telefon brüllt. Die meisten, die brüllen immer gleich Hurensohn und fick deine Mutter. Und Das ist eher leider der Fall, dass ich so beschimpft werde und erniedrigt. Und ich mache auch nur meinen Job und meine Arbeit und kenne mich, wie gesagt, aber auch schon damit aus. Mit Traden, mit Aktien und. Ich habe auch studiert und nicht einfach so. Macht das einfach für den Spaß. Also wie gesagt, müssen Sie sich überlegen. Ich schreibe Ihnen eine Mail. Kann ich Sie morgen um die gleiche Zeit ungefähr zurückrufen? So ja, Sie können es da nochmal probieren. Ich bin ja immer zu Hause. Ja, vielleicht gehen Sie auch nicht ran, oder? Doch, alles ich gehe immer ran. Dafür ist die Leitung hier extra da. Alles klar. Gut, Herr Steiner, dann wünsche ich jetzt einen schönen Abend und schauen Sie sich meine Mail an und dann können wir morgen nochmal drüber reden. Alles klar. Ja, super. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Tschüss. Patrick, Heisenberg meldet sich von Finanzmarkt. Ja. Ich habe mit der Inablo, ja? Mit wem? Angelo. Ja, und der Nachname? Angelo Merdet, also Merdet, stimmt's? Ja, Merde. Ja, natürlich. Ach. Ihr Merdet, Heisenberg meldet sich von Finanzmarkt bezüglich Ihre Anmeldung bei uns. Aha, bei welcher Plattform? CPT Finanzial. Habe ich nicht verstanden. Von CPT Finanzial. Aha, wann soll ich mich da angemeldet haben? Bitte? Wann soll ich mich denn da angemeldet haben? Also, Herr Angelo, Sie waren auf unserer dritten Anbieter registriert, also einfach Interesse geäußert haben. Verstehen Sie mich? Ja, gerade haben Sie gesagt, ich bin bei Ihrer Plattform registriert. Ja. Das ist unsere Plattform von Borofeisieren, aber Sie waren auf unserer dritte Anbieter, auf unsere Reklame gesehen, auf unsere Werbung. Ja, wann denn? Vor einer Woche. Aha. Ich kann Sie gar nicht zuordnen. Bitte? Ich sage, ich kann Sie gar nicht zuordnen. Machen Sie sowas, Angelo. Haben Sie Möglichkeit am Computer, Sie einfach sitzen? Ja, theoretisch schon, ja. Ja, beim Handy nutzen Sie, beim Computer nutzen Sie vielleicht ähnliches Programm. Also, ich wüsste nicht, was Sie mit AnyDesk auf meinem Computer zu suchen hätten. Nichts. Klingt nach Betrug. Angelo, ich möchte mit meinem Computer und Ihrem Computer zu Bildschirmen. Ja, das geht Sie nicht an, da haben Sie nicht dran rumzufummeln. Möchten Sie es nicht, dann versuchen Sie eine andere Sache, okay? Ja, was denn? Was denn? Okay, jetzt öffnen Sie bitte Google Chrome. Ich habe keinen Internetbrowser. Habe ich nicht den Browser. Okay, öffnen Sie normale Internetbrowser. Ja, und dann? Dann gehen Sie auf die Seite. Auf welche? Okay, haben Sie es geöffnet? Mhm. Okay, schreiben Sie KW Kaufmann. Ja. Emil? Also möchte ich wissen, warum meine Stimme unterbricht. Was? Meine Stimme, warum unterbricht? Also ich kriege noch wieder meine Stimme zurück. Ja, keine Ahnung. Müsst ihr eure Telefonanlage da mal in Ordnung bringen. Das war vielleicht Lautsprecher, oder? Was? Okay, egal. Also, Kevin Kaufmann? Emil? Ja. KW Kaufmann, MB Mata, Punkt. Sind Sie beim Punkt? Ja. NW Nordpol, MI Emil, Terry Theodor, einfach nett. Ja. Das ist die Werbung, wo Sie angemeldet haben. Jo, sagt mir nichts, die Seite kenne ich nicht. Haben Sie es geöffnet? Ja. Jetzt drücken Sie Enter. Also wenn ich es geöffnet habe, brauche ich keinen Enter mehr drücken. Sollen Sie auf jeden Fall Enter drücken? Ja, brauche ich doch aber nicht mehr, wenn ich es schon geöffnet habe.
Was sehen Sie jetzt gerade auf Bildschirm? Ja, Ihre Seite. Was sehen Sie? Einfach lesen Sie bitte einfach. Ja, ich sagte Ihre Seite. Ich fange doch jetzt hier nicht an, Ihnen Ihre eigene Seite vorzulesen. Was soll denn der Kindergarten hier? Ich möchte wissen, was Sie haben jetzt gerade geöffnet haben. Ja, Ihre Seite. Sie haben ja doch Ihre Seite durchbuchstabiert. Also, was soll ich denn sonst aufhaben? Ich werde doch nicht auf irgendeiner anderen Seite sein, wenn Sie mir Ihre Seite durchbuchstabieren. Oder was? Natürlich, jetzt drücke ich Enter, dann steigen Sie mit dem unsere Handelsplattform. Oh. Haben Sie es gedruckt? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn mit der Seite? Ich verstehe, dass Sie nicht... Aber ich glaube, dass Sie nicht geöffnet, die Seite. Also, wenn Sie meinen, dann ja, ist mir doch egal, was Sie denken. Also, Sie rufen mich ja an, ich soll irgendeine Seite öffnen. Also, dubioser geht's wohl irgendwie nicht, ne? Bitte? Ja. Wo sind Sie denn reguliert? Ich habe nicht verstanden, da Ihre Stimme einfach unterbricht, habe ich schon gesagt. Ja, ich habe Sie gefragt, wo Sie reguliert sind. Wer auf Sie aufpasst. Also wir reguliert von Marfin. Mit Kryptowährung? Ja, natürlich. Aber Sie wissen schon, dass die BaFin an Kryptowährungen keine Lizenzen vergibt. Die BaFin kontrolliert unsere Bank. Nee. Doch. Nein. Doch. Ja, woher haben Sie denn die Informationen? Die stimmt nicht, weil die BaFin macht nichts mit Kryptowährung. Wiederholen Sie bitte jetzt noch einmal. Ich sagte, die BaFin reguliert keine Firmen mit Kryptowährung. Ja. Und? Ja, dann, Sie handeln mit Kryptowährung, also geht das gar nicht technisch. Wo haben Sie Kryptowährung gehört? So, was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Von Ihnen? Ja. Ich möchte, dass Sie Ihre Name und Nachname bei meinem System nicht mehr sehen. Was für ein Ding? Ja, Ihr Deutsch ist absolut Kakerlake. Kann keiner verstehen. Deine Seele ist einfach so. Was für ein Ding? Deine Seele. Hä? Ja? Also ich verstehe kein Wort. Ihr Deutsch ist absolut grottenschlecht. Ist es, was eine Seele ist? Ein Seel. Seele. Nö, was ein Seel ist, weiß ich nicht. Waren Sie, also, haben Sie schon mal die unsere Seite geöffnet? Das Thema hatten wir doch gerade schon, oder nicht? Weiter. Ich sagte, dieses Thema hatten wir doch gerade eben bereits schon. Okay. Was sehen Sie jetzt gerade auf dem Bildschirm? Ja, Ihre Seite. Und wenn Sie jetzt weiter so eine dumme Frage stellen, dann sehe ich gleich nichts mehr, weil ich sie wieder zumache. Was steht da? Also, das ist mir jetzt hier wirklich zu blöd. Bitte? Ich sagte, das ist mir hier zu blöd. Warum? Ja, weil wir hier nicht im Kindergarten sind. Ich erzähle Ihnen nicht, was auf Ihrer eigenen Webseite steht. Ja, sagen Sie mir, was sehen Sie, dann genau diktiere ich, was Sie sollen anklicken oder ausklicken. Oh. Verstehen Sie es? Ja, wo soll ich denn jetzt drücken? Enter. Ich bin auf Ihrer Seite, da brauche ich kein Enter drücken. Da steht, drücken Sie Enter. Ja? Oh Gott. Nee, sowas steht da nicht. Auf Englisch. Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was Sie mir hier gerade erzählen. Was wollen Sie hier, Angelo? Was ich will? Ja, gar nicht. Sie rufen mich doch an, Sie scheinen doch irgendwas zu wollen. Ja, ich sehe meine System die Daten, was sie gehört Ihnen. Natürlich melde ich mich auf jeden Fall. Weil brauchen Sie auf jeden Fall Hilfe, dass Sie Ihre gemischte Kryptowährungen kaufen können. Ja? Ja, aber ich brauche keine Hilfe, um bei... Ich brauche aber keine Hilfe, um bei Betrugsunternehmen einzukaufen. Das ist Beleidigung. Nö, das ist keine Beleidigung. Das ist eine Feststellung. Oh, das ist genau Beleidigung. Was? Das ist doch Beleidigung, Herr Angelo. Ja, dann seht es als Beleidigung, ist mir doch egal. Ich kenne das ja nicht, also was sind Sie nicht. Betrüger? Nö, ich nicht, aber ihr ja dem Anschein doch. Nach. Ja, wo haben Sie das gehört, dass ich Betrüger sind? Ja, das haben Sie doch gerade erklärt. Sie erzählen mir so einen Quatsch, dass Sie bei der BaFin sind, aber zeitgleich Kryptowährungen verkaufen. Das funktioniert echt? Ja nicht. Wie
hoch ist Ihre IQ, Herr Angelo? Naja, definitiv höher als Ihre. 12 oder 3? Hm. Das habe ich nicht gemeint, dass ich von Waffen bin. Nö, habe ich auch nicht erzählt. Sie haben erzählt, dass Sie dort registriert sind. Gesagt. Und das ist ja Quatsch. Nicht, das ist nicht Quatsch. Können Sie es gerade überprüfen? Ja, Sie können scheinbar nicht mal Deutsch. Das ist furchtbar mit Ihnen. Ich würde vorschlagen, suchen Sie sich mal einen Job, mit dem Sie auch mit den Menschen kommunizieren können, weil das macht ja so... Wieso teuflisch sind? Was für ein Ding? Teuflisch. Aha. Warum? Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber wie gesagt, Ihr Deutsch ist furchtbar. Sie müssten sich mal einen Job suchen, wo Sie das Deutsch nicht brauchen, weil das Deutsch kann man so am Telefon nicht anbieten. Schalten Sie aus, Lautsprecher, Herr Angelo. Oder glaube ich, dass Sie ohrenlos sind? Was für ein Ding? Ich verstehe kein Wort bei Ihnen. Haben Sie keine Kopfhörer? Hä? Was soll ich denn jetzt mit Kopfhörer? Ja, dass Sie Ihre Lautsprecher ausschalten können mit dem Kopfhörer. Nö. Natürlich. Holen Sie Ihre Kopfhörer dabei. Nee. Deswegen verstehen Sie kein Wort von mir. Ja, dann ist es halt so. Ja, das hast du gut verstanden, Herr Angelo. Stimmt oder nicht? Hallo? Ja, was denn? Hallo? Ja, was denn? Warum beleidigen Sie mich? Ja, hab ich ja nicht. Sie beleidigen doch. Nee, Sie haben gesagt, dass ich Betrüger bin. Ja, ich hab nicht gesagt, dass Sie Betrüger sind. Ich hab gesagt, dass die Firma nach Betrug aussieht. Nee. Doch? Nee. Doch? Was machen Sie gerade, Herr Angelo? Mir einen Arsch abwischen. Ne? Ich sitze gerade auf dem Klo. Ah, okay. Warum? Ja, warum sitzt man auf dem Klo? Zu spielen vielleicht. Auf dem Klo spielt man, glaube ich, nicht. Das wäre eine dreckige Angelegenheit. Nee, mit zu wichsen einfach. Ja, unfassbar seriös. Aber damit belegst du ja, dass ihr nur Betrüger seid. Nee. Spielen Sie nicht? Hallo? Ja, was denn? Spielen Sie nicht? Was soll ich machen? Spiele. Nee, ich spiele gerade keine Spiele. Ich glaube, dass du einfach große Probleme hast mit dem Hören. Nö. Ein großes Problem mit deinem Kakerlakendeutsch, ja. Du hast ein großes Problem mit dem Rassismus. Okay. Oder? Bist du 100% Deutscher? Ich bin 100% Deutscher, ja. Nee, ich glaube, dass ein bisschen, also Teil haben Sie von Russland, Teil haben Sie von Deutschland. Bestimmt. Oder Teil haben Sie Ibri. Hallo? Ja, was denn? Teil haben Sie Ibris, ja? Soll das seriös sein, was ihr hier am Telefon veranstaltet? Wer bitte? Die Frage war, ob das hier seriös darstellen soll oder seriös sein soll, was ihr da am Telefon veranstaltet. Das ist doch peinlich. Teuflisch? Nee, peinlich. Nee, teuflisch möchte das sein. Wissen Sie, mit wem rede, also mit wem kontaktieren Sie? Die Basta hat deine Träume mitgebracht, oder? Was? Das Wasser hat die Träume mitgebracht. Ja, wenn du das meinst. Herr Angelo. Nee, nicht Herr Angelo. Angelo. Nee, das heißt Herr Merte. Das ist Bullshit, ha? Ja. Machen Sie damit Spaß. Womit? Mit dem Bullshit. Mit welchem Bullshit? Den Bullshit, den gebt ihr doch hier am Telefon ab. Da kommt doch nur Rotze raus. Dann legen Sie auf. Nö. Warum nicht?
Wie alt bist du denn? Das geht dich überhaupt nichts an. Wie alt bist du? Ja, habe ich doch gerade erzählt. Das geht dich null an. Gar nicht. Überhaupt nicht. Leg ich dir einfach auf. Nö, bei Betrügern lege ich nicht auf. Ich nehme den Betrügern immer noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja. Such dir mal einen anständigen Job, weil das, was du da machst, das ist doch nicht seriös. Das wäre mir echt peinlich, sowas zu Hause zu erzählen, dass ich so einen Job mache. Aber du weißt schon, dass du dich damit strafbar machst, ne? Das ist bandenmäßiger Betrug. Hast du Angst vor mir? Kein Stück. Eigentlich finde ich dich nur lächerlich und erbärmlich und traurig. Traurig, okay. Okay, Angela, ist gut. Gut, dass du mich verstehst. Das ist gut. Freue mich. Okay, machen wir so. Du hast mich einfach... Einen Moment. Du hast mich gesagt, dass du auf unsere Seite... Ja, so. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ich mache so wieder zu, wenn da nur Scheiße kommt. Warum hast du nicht geöffnet, unsere Seite? Ja, hatte ich ja geöffnet, aber da war ja nichts Interessantes. Hast du nicht geöffnet? Nee, hast du nicht geöffnet. Naja, wenn du der Meinung bist. Ja, meine Meinung ist. Tschüss, Herr Angela. Tschüss. Ja, Wiedersehen, Betrüger. Ich komme vorbei. Ja, ja, mach mal. Ja, sehen wir uns vielleicht. Was sagst du mir, ob wir uns zu sehen können? Ja, weiß ich nicht. Zu fest. Ihr traut euch ja dann sowieso nicht. Das ist ja immer so bei den Betrügern. Ja. Wenn es dann heiß wird, dann versuchen sie sich alle aus dem Staub zu machen. Aber irgendwann werdet ihr mal alle erwischt. Hast du einen großen Zahn? Was hab ich? Einen großen Zahn. Einen großen Zahn. Was ist das? Ja. Oder kleine. Ich hab normal große Zähne. Angelo, mit deinem großen Zahn, du kannst auch meine Schwanz beißen. Das ist aber lustig. Mensch. So seriös da bei euch in dem Bunker. Ich glaube, das beißt du gerne. Ja, schämst du dich manchmal? Dein Vater ist Schwanz. Aber du weißt schon, dass man in Deutschland wegen Beleidigung auch ein Verfahren bekommen kann, ne? Weißt du warum? Ja, nur erzähl. Dein Vater hat deine Mutter gesiegt, dann. Ja. Siehst du, was du Weltkrieg kriegst? Mein Gott. Warum hat dein Vater das gemacht? Ja, ich frag mich, warum du überhaupt noch am Leben bist, weil das ist ja wirklich schäbig. Das ist die Schuld von deinem Vater. Dass du eine neue, einfach andere Schmutz von der Welt gekommen. Ja. Mensch, ihr seid aber wirklich ein seriöses Unternehmen. Also du beweist eigentlich gerade am laufenden Band, dass ihr Betrüger seid. Ja, das macht mich nicht verrückt. Und wie ist es so in einem Betrüger-Callcenter? Ja, bitte. Ist das da schön bei euch? Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist Ihre Meinung, natürlich. Nee, ja. Das ist nicht meine Meinung, das ist ein Fakt. Meine Meinung ist die andere. Weißt du? Was du mir geben, dann kriegst du auch Gleiches. Ja, weißt du, so primitiv. Lass mich kurz. Nee, ich lass dich überhaupt nicht. So primitiv sind wirklich nur Abzocker und Betrüger. Nee, Angelo. Denkst du nicht so? Das heißt, Merktes, nicht Angelo. Du hast große Falsch. Im Kopf. Große Falsch im Kopf. Ich glaube, du solltest mal lieber einen Deutschunterricht besuchen. Ja, bitte? Also auf Deutschunterricht? Ja, den könntest du gebrauchen. Do you speak English? Yes, of course. Oder? Yes, of course. Oder Jüdisch? Nee? Nee, Jüdisch spreche ich nicht. Nee. Russisch? Ja, das sage ich dir doch nicht, ob ich Russisch kann. Warum nicht? Geht dich doch nichts an.
Warum sprichst du auf Englisch? Warum nicht Russisch? Ja, weil es so ist. Hm? Naja, führt euch mal selber weiter schön vor, dann wissen die Leute wenigstens, dass sie bei euch nicht investieren sollten. Wenn es Geld Schnee. Ja? Du weißt nicht aber schon, dass du deine Firma repräsentierst, ne? Und dein Verhalten darauf schließen lässt, wie ihr arbeitet. Weißt du, dass als Geld schneit, dann kriegst du Schwanz auf Kopf. Unfassbar. Also wirklich unglaublich dämlich. Naja, aber es passt ja zu eurem Geschäftsmodell. Mein Gott. Wo geht die Welt? Wo geht die Leben? Mein Gott. Ja, ist dir das eigentlich peinlich hier so vor deiner Familie, wenn du so einen Job machst? Meine Familie? Ja, schämst du dich dafür? Ich bin Robot. Habe ich keine Familie. Ach so. Ich bin künstlich Intellekt. Natürlich. Musst du mich glauben. Ja, ja. Ich verbessere meine Deutsch schnell möglich. Ich habe vor 3 Stunden Deutsch gelernt, habe ich schon. Ja, merkt man, weil Sinnvolles kommt da ja, nicht. Ja, merkt man. Ja, stellen Sie einfach Frage, ich habe alle Antworten, was Sie brauchen. Naja, das bezweifle ich aber stark. Ja, natürlich. Kannst du mir über Kunst fragen? Kannst du mir über Mathe fragen? Kannst du mir über Chemie fragen? Über Chemie? Ja, über Chemie. Wenn du dich mit Chemie auskennst, dann kannst du mir ja sicherlich erklären, was eine Quantenwurzel ist. Noch heute? Wenn du dich mit Chemie auskennst, dann kannst du mir sicherlich auch sagen, was eine Quantenwurzel ist. Quantenbuckel? Wurzel. Quant. Du kannst es nicht mal aussprechen. Ich habe nicht verstanden, was haben Sie gemeint? Ja, ja, das merke ich schon. So viel zum Thema. Meinen Sie Antimateria? Ja? Oder Quantelbuckel? Nee. Eine Quant, meinen Sie? Nee. Eine Quantum? Das habe ich nicht gesagt, nein. Ich habe nicht verstanden, was haben Sie gesagt? Ja, merke ich schon. Das liegt an deinem Kakerlakendeutsch. Mein Gott. Ich habe nicht verstanden, was haben Sie gemeint. Ja. Wiederholen Sie bitte die Frage. Brauche ich nicht wiederholen, weil es beim zweiten Mal garantiert auch nicht schaffen wirst, die Frage zu beantworten. Ich habe nicht verstanden, weil die Stimme unterbricht. Schon mal 100 Mal gesagt. Nee, 100 Mal hast du das noch nicht gesagt. Nee, nicht 100 Mal? Nee, das waren so etwa 4 Mal. Okay. Lassen Sie 100 Mal hören, dass die Stimme unterbricht. Stimme unterbricht. Es waren noch keine 100. Wie viel war das? Wie viel war das? Ist mir doch egal. Weiter. Auf jeden Fall keine 100. Oh, nein! Bitte? Kriegst du eine scheiße Fühle, ja, jetzt. Wirst du einfach verrückt damit. Nö, gar nicht. Ich mach grad einen Haushalt. Ich hab grad die Wäsche angestellt und. Mach aus, los dich! Und. Und hab gerade das Gästezimmer wieder hergerichtet. Hallo? Hallo, can I speak with Mr. Klaus Taylor? Nee, also wenn du mich aus der Schweiz anrufst, dann möchte ich auch wenigstens mit Schweizerdeutsch irgendwie vollgelutscht werden, aber nicht auf so eine Kakerlakensprache. Nee, hier ist der Wilson. Nee, da ist kein. Der Wilson? Ja. Kammern! Ja, du bist nicht Wilson. Wilson! Nein, kein Wilson. Ich bin Wilson! Nein, bist du nicht. Nein. Wilson! Ich suche Wilson und du bist nicht Wilson. Ich bin's, Wilson, Klaus! Nein! Erinnerst du dich nicht mehr in Kindheit, wo wir zusammen im Kindergarten waren? Nein, den Wilson suche ich ja gar nicht. Ich suche den Wilson, der sich besoffen anhört. Okay,
Eine Sekunde, ich werde Sie weiterleiten. Ja. Wilson? Nee, kein Wilson. Ich bin Wilson. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin Wilson. Eine Sekunde, ich werde dich weiterleiten. Ja. Wilson? Nein, so ist Wilson auch nicht. Wenn du Wilson wärst, dann würdest du auch die Penisgröße von Wilson wissen. Siehst du? Weißt du nicht. Nee, Wilson weiß aber mein Penisgröße. Ja, dann sag mal. Okay. Hey. Ja. Warte, ich werde dich Wilson weiterleiten. Ja. Okay, eine Sekunde. Ja, hallo Wilson? Nein, Wilson hört sich viel versoffener an. Hey, ich bin's Wilson, hör auf. Nein, du bist nicht besoffen genug. Wilson ist viel besoffener am Telefon. Ah, Wilson ist besoffener am Telefon. Eine Sekunde, ich werde Sie am Wilson weiterleiten. Eine Sekunde. Ja. Eine Sekunde. Ja. Das ist aber schon länger als eine Sekunde. Wilson? Nee, du bist immer noch nicht Wilson. In halbe Stunde wird sie Wilson anrufen. Ja? Okay. Alles klar. Prima. Tschüssi. Tschüss. Wilson sagt tschüss. Wilson sagt tschüss. Ciao. Wilson. Guten Tag. Wissen Sie? Marco Klein ist am Apparat. Ich sehe, dass Sie gerade irgendwo online sind. Ja, von wem aus rufen Sie denn an? Wie bitte? Von wo aus rufen Sie denn an? Profit FX. Profit FX. Also, Sie sind gerade online bei uns, deshalb. Nö, ich bin bei Bank FX Trade. Bank FX Trade sind Sie gerade online und Sie versuchen das Konto zu aktivieren. Ja, aber gerade haben Sie gesagt Profit. Profit heißt das Arbeit, wo wir arbeiten, lieber Herr. Also, weil Sie sind nur bei einer registriert, bei Bank FX Trade. Ja. Können Sie das Handy bitte ein bisschen normal stellen, nicht Lautsprecher, weil ich höre meine Stimme? Ja, aber dann höre ich nicht so gut. Ist denn der Wilson in der Nähe? Wie bitte? Der Wilson, ist der in der Nähe? Welcher Wilson? Na, Wilson. Der arbeitet doch da bei euch bei Bank FX Trade. Ach so, ja. Ja, der ist auch hier. Ja, den brauche ich mal, den Wilson. Wieso? Ja, mit dem wollte ich ja sprechen. Wie ist der Name? Na, steht doch da. Also, Sie haben über mehr als Account hier bei uns geöffnet, oder? Ja, ja, aber ich möchte mit dem Wilson jetzt sprechen. Der ist im Moment nicht hier. Na, gerade hast du gesagt, der ist da. Ja. Ja. Aber gerade sage ich wieder, dass der ist nicht da. Aha. Ja, dann soll mich der Wilson mal zurückrufen. Was brauchen Sie von ihm? Ja, ich möchte mich mit dem Wilson unterhalten. Wenn du den fragst, dann weiß er schon Bescheid. Ach so, oder wollen Sie wieder die Stimme registrieren, weil Sie Polizei sind? Nee, na, ich möchte mit dem Wilson sprechen. Ist doch lustig sind mit Sie, dem Wilson. Sind Sie der Mensch, wie der so macht? Was? Sind Sie, also, wir haben auch zusammen einmal geredet. Kann sein, wenn du dann da einer aus dem Hintergrund warst, das ist möglich, ja. Aber ich nicht im Hintergrund, es war also direkt im Grund. Ach so. Na, aber ich auf jeden Fall will ich mit dem Wilson mal sprechen. Okay, wenn der kommt, dann sage ich Ihnen Bescheid am Montag. Alles klar. Tschüss. Bis dann, tschüss. Was, ja bitte? Hallo, wollte noch fragen, was ist Ihr Ziel, wie Sie so viele Anmeldungen machen? Wie viele Anmeldungen? Ich wollte den Wilson sprechen. Lass mal den Wilson einfach. Ich sage Ihnen einfach, was ist Ihr Ziel? Na, mit dem Herrn Wilson sprechen. Der ist nicht hier, der ist tot. Nee, der Wilson ist nicht tot, der hat ja gestern erst angerufen. Der ist schon tot, einfach. Der ist tot, der arbeitet nicht mehr bei uns. Der ist schon weg. Wir haben ihn rausgeschmissen wegen dir. Weil du meldest die ganze Zeit an. Was brauchen Sie? Aber ich wollte mit Wilson sprechen. Wilson ruft doch immer bei mir an. Ja, der ruft aber leider ist der Marco jetzt. Nee, da... Denn nicht mehr. Was ist Ihr Ziel, wie Sie hier kommen und die Sie also alle Sie Anrufe speichern, registrieren und so weiter? Na, ich telefoniere immer mit Wilson für YouTube. Wilson macht immer lustige Videos für meinen Kanal.
Wer macht lustige Videos? Na, Wilson, der arbeitet ja bei euch. Der hat nichts zu tun hier mit uns einfach. Ja, der hat immer lustige Videos gemacht und die Zuschauer, die wollen ihn gerne nochmal hören. Deswegen versuche ich jetzt, den Wilson wieder zu erreichen. Was für Videos bitte? Na, die YouTube-Videos. Der hat nichts zu tun, der kennt sich aus nicht. Der arbeitet nicht mehr jetzt bei uns, okay? Aber der hat immer angerufen und lustige Videos für YouTube gemacht. Vielleicht haben sie ihn verwechselt, einfach. Der arbeitet nicht mehr bei uns. Nee, ich hab den ja nicht verwechselt. Der arbeitet nicht mehr bei uns, also. Ja, das ist aber schade. Hm. Ja, das ist wirklich schade. Können Sie sich aufhören, mir die Anmeldung zu machen, weil jetzt kostet bei uns Geld? Und ich werde Ihnen eine Anzeige machen? Ja, genau deswegen mache ich ja so viele Anmeldungen, damit euch das Geld kostet. Da hat doch Wilson immer bei geholfen. Was hat Wilson das damit zu tun? Ja, der Wilson, der arbeitet bei euch in so einem Betrüger-Callcenter. Und der hat mir geholfen, dass ich ganz viele Anmeldungen machen kann. Und meistens hat dann der Wilson immer bei mir angerufen. Und dann haben wir immer alle Hops genommen, die da am Telefon sind von den Betrüger-Callcentern. Und was haben wir Geld von Ihnen genommen? Nö, aber ich nehme von euch ja Geld, weil das kostet jedes Mal ja Arbeitszeit, wo die Mitarbeiter dann mit mir sprechen und nicht mit den anderen Kunden. Weißt du, dann könnt ihr nicht so viel Umsatz machen. Ach so. Ja. Das ist die einzige... Brauchst du Geld von uns? Das ist das Ziel, ja. Ich kann dir Geld schicken einfach und kannst du verpissen. Das ist ganz einfach. Also du willst mir Geld schicken und dann soll ich und dann höre ich damit auf? Ja. Dann machen wir das so. Wie viel willst du mir dann bezahlen, dass ich damit aufhöre? Wie viel Geld brauchst du? Ja, weiß ich nicht. So, ich sag mal, für 10.000 Euro würde ich euer Callcenter in Ruhe lassen. 10.000 Euro? Ja. Mach deine Hose. Was? Ich bin ein Schwul, weißt du das? Ich könnte dich fest im Arsch spicken. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist ja okay. Ich hab nichts gegen Schwule. Ja, hallo, schon guten Tag. Ich spiele gerade mit Herrn Klopfzahler. Mhm. Hallo? Ja. Ich bin Naomi, Naomi Kleinherr. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Es freut mich so. Ich rufe Ihnen von der Firma Ice Investing. Und von unserem System, Sie haben schon Interesse bei uns gezeigt. Und ich rufe Sie an, damit ich kann Ihnen informieren, wie funktioniert Online-Handeltag. Oh ja, das ist toll. So, kann ich Ihnen fragen, wo sind Sie momentan, Herr? Was? Sind Sie zu Hause in der Arbeit? Ja, ja. Also ich bin zu Hause, ich liege gerade noch im Bett. Ah, okay, so. Haben Sie schon einen Computer dabei? Einen Computer kann man doch nicht dabei haben, oder? Computer? Ja. Haben Sie einen Computer dabei? Ja. Ja? Okay. Ja. Dann können wir fortfahren. Was? Ich sagte, dann können wir fortfahren. Möchte Sie fortfahren? Ja. Mit wie viel? Ja, ich dachte 250, 500 oder 1000 Euro, mal sehen. So, haben Sie schon eine Plattform momentan? Nein. Keine. Erfahrungen mit der Börse? Haben Sie? Ja. Gute oder schlechte? Ja, eigentlich so überwiegend gute. Gute? Okay, super. Mhm. So, wie haben Sie gearbeitet? Mit einem Expert oder selber? Bis jetzt eigentlich nur selbst. Selbst? Okay, haben Sie Profite auszahlen? Nee. Nee. Aber wieso haben Sie gute Erfahrungen und... So haben Sie diesen Profit reinvestiert, oder? Wie meinen Sie das? So, ich meine... So, Sie haben Geld investiert in der Börse, ja? Mhm. Nein. Keine? Nee. Keine, okay. So, Sie haben keine Erfahrung, Herr Thaler? Doch, doch, Erfahrung habe ich jede Menge. Sie haben keine Erfahrung? Natürlich, doch. Okay. Mhm. Und Sie möchten jetzt starten in der Börse? Ja, klar, na, gerne, ja. Hm. Aber wieso? Warum möchte Sie in der Börse starten? Ich verstehe die Frage nicht.
Na, verstehen Sie nicht. So, wir machen so, Herr. Eröffnen den bitte. Was? Eröffnen den Computer. Hm. Warum machen Sie so? Na, was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Ja, Sie machen so wie... Warten Sie kurz, ich schicke den Link, okay? Wohin? In den Posteingang, gehen Sie in den Posteingang. Na, sagen Sie mir mal die Adresse, wie das Portal heißt da bei Ihnen. Ja, den Portal ich schicke Ihnen, deswegen ich sage, gehen Sie in den Posteingang. Nee, bei E-Mail gucke ich jetzt nicht rein, also da habe ich jetzt keine Lust zu suchen. Also, dann sagen Sie mir mal, wie die... Okay, aber warum? Heute ist Freitag auch. Ja, ich habe Ihnen doch, ich habe Ihnen gerade gesagt, ich habe keine Lust, da brauchen wir nicht noch fragen, warum. Sagen Sie mir doch einfach den Namen der Plattform, dann kann ich die doch aufrufen. Okay. Ice Investing heißt der Firma. Also wie das Lebensmittel, Eis. So, Eis ist Anton. Hm. Cäsar. Hm. Mach nicht so, okay? Was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Mach mich nervös. So, Anton, Cäsar. Hm. Eva. Hm. Mach nicht so. Was ist denn jetzt das Problem? Dominik, warum machen Sie so? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt bei Ihnen das Problem? Können Sie mir das mal erklären? Ja, ich kann erklären, aber warum machen Sie so? Na, es ist doch nur ein Bestätigen. Ja, Sie verstehen mich so gut, Herr Dominik. Doch, okay? Das ist Bestätigen. Bestätigen? Was bestätigen? Ja, wenn Sie was sagen. So, haben Sie Anton Tesla... Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, das ist mir zu blöd mit Ihnen. Warum? Ja, weil das ist doch unseriös, nur, was Sie da am Telefon machen. Oder was? Nee, tut mir leid. Also, mit Ihnen möchte ich kein Geld investieren. Da habe ich kein Interesse mehr dran. Ah, so. In meiner Sekunde. Sie haben das gemacht. Alles. Nee, ich habe gesagt, Ihr Verhalten gefällt mir nicht. Und deswegen möchte ich mit Ihnen nicht weitermachen. Warum spielen Sie mit mir? Sie können gerne jemanden, also einen anderen Kollegen mir geben, aber mit Ihnen möchte ich nicht mehr weitermachen. Nein, ich möchte nicht. Sie können nur mit mir reden, ja, nicht mit meinem Kollegen. Und dann hat sich's wohl erledigt mit Ihrer Firma. Okay, tschüss. Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, ihr seid Betrüger. Ich möchte das machen, ich möchte das anfangen, ja. Ihr seid Betrüger. Ja. Abzocker. Illegal. Ich hoffe, ihr werdet bald von der Polizei hochgenommen. Es wird, ja, irgendwann wird die Polizei auch euer Callcenter stürmen. Egal. Ja, irgendwann wird die Polizei auch euer Callcenter stürmen. Ja, für den Polizei haben Sie Lust, ja? Weißt du, was mit LPL Financial passiert ist? Was ist? Weißt du, was mit LPL Financial passiert ist? Die Polizei hat den ganzen Laden dicht gemacht und alle Mann verhaftet. Ach, Schlampe. Ja, das wird auch dir passieren, denn ich habe deine IP. Ich spreche gerade mit Herrn Thaler. Mhm. Super, freut mich, Klaus. Also, mein Name ist Anna Novik. Ich bin die Vertreterin bei einem internationalen Unternehmen an der Börse und habe gesehen, dass Sie früher Interesse für unser Projekt hatten, ja? Mhm. Also, ich rufe Sie an, um Ihnen Bescheid zu sagen, dass bei uns gibt sehr gute Angebot für Kunden. Sie können mit dem Startkapital 70 Euro an der Börse beginnen zu handeln. Was meinen Sie? Mit 70 Euro? Genau. Mhm, ja. Möchten Sie das auszuprobieren? Mhm. Okay, super. Dann, Herr Thaler, sagen Sie mir bitte, hatten Sie schon viel Erfahrung in diesem Bereich? Mhm. Okay, super. Haben Sie alleine gehandelt oder mit einem Broker? Nö, das habe ich alleine gemacht. Mhm, okay. Und welche Ergebnisse hatten Sie, positive oder negative? Ja, sowohl als auch. Mhm, okay, super. Also, dann sagen Sie mir bitte, mit wem wollten Sie gerne bei uns anfangen zu handeln, manuell oder mit einem lieber automatischen Algorithmus? Ja, weiß ich nicht. Wer ist denn da besser, der Money oder der Audi? Wovon davon, wie viel Freizeit haben Sie für den Handel tagsüber, ja? Wenn Sie zum Beispiel überhaupt keine Freizeit haben, würde ich Ihnen empfehlen, lieber mit unserem automatischen Algorithmus handeln, weil Sie wird für Sie auf dem Autopilot handeln, ja? Ja, dann können Sie immer mobil bleiben. Hat die Börse nicht sowieso nur tagsüber auf? Bitte?
Hat die Börse nicht sowieso nur tagsüber auf? Schauen Sie mal, wenn es geht über Arbitrage, ja, das bedeutet, dass Sie können einfach Teil von Bitcoin, also ich meine nicht Sie, sondern unser automatischer Algorithmus an einer Börse also kaufen und an eine andere verkaufen. Dann bestimmt, dass Sie schon Erfahrung haben, sind Sie bereit, dann wissen Sie, dass es mehr als 200 verschiedene Börsen, ja? Hm. Da kann man Kryptowährungen kaufen und an eine andere verkaufen, ist ein höherer Preis. Ja, das macht unser automatisches Algorithmus. Bitte? Ja, mach mal weiter. Ja. Also, und das ist, das macht unser automatisches Algorithmus, ja, auf dem Autopilot. Autopilot. Das Startkapital ist 70 Euro, ja? Hm. Okay, dann sagen Sie mir bitte, auf welche Karte möchten Sie gerne Ihre Profite bekommen? Wie, auf welche Karte? Ich meine Master oder Visa? Weil die Einzahlung funktioniert genauso wie Auszahlung, ja? Nee, das ist Quatsch. Ich kann mir doch auf meiner Masterkarte nichts auszahlen lassen. Das ist ja Blödsinn. Wo haben denn dieses Märchen her? Was meinen Sie, Sie können sie nicht auszahlen lassen? Sowas gibt es nicht. Es ist eine Kreditkarte. Sie haben mir gerade erzählt, dass man Geld auf eine Kreditkarte überweisen kann. Das ist ja komplett Blödsinn. Nein, das habe ich mich falsch verstanden. Sie eröffnen bei uns ein Handelskonto, ja? Mhm. Weil Sie werden einen Teil der Auszahlung haben, ja? Sie werden zudem zu Ihrem Handelskonto haben, Ihr eigenes Passwort und so weiter, ja? Ja. Sie werden sehen, Ihr Kontostand, Transaktionsverläufe, ja? Und auch der Gitas der Auszahlung, wo Sie auf Ihre Masterkarte oder Visa-Karte, ja? Oder zum Beispiel die SEPA-Überweisung oder SWIFT, also Ihre Profite auszahlen lassen. Sehen Sie, also habe ich Sie richtig verstanden. Sie haben absolute Scheiße erzählt. Das stimmt alles gar nicht und ist vollkommen gelogen. Man kann auf eine Master- oder eine Visa-Karte kein Geld auszahlen. Wie? Warum? Man kann Geld nur auf sein eigenes Bankkonto auszahlen, aber nicht auf eine Kreditkarte. Das geht nicht. Doch, es geht. Wir können das erstmal testen und dann absolute Märchenstunde. Also meinen Sie, dass es geht nicht? Aber ich arbeite doch in diesem Bereich und weiß, wie das funktioniert. Ja, scheinbar scheint bei Ihnen irgendwas zu fehlen, dass Sie das nicht wissen, aber gut. Ja, Sie können nicht schon gesagt haben. Ja, erzählen Sie mal weiter Ihre Märchen. Okay, also Sie haben keine Interesse, ja? Keine Interesse an Lügenschweine, die mir irgendeine Scheiße am Telefon erzählen. Meinen Sie, dass ich brauche Ihre 70 Euro, ja? Also ja, scheinbar. Ihre 70 Euro? Genau, scheinbar hast du es ja nötig zu haben. Oder also mal, euer komischer Sachladen da. Ihre 70 Euro nicht, ja, wenn das wäre ein Scheiß, dann würde ja eigentlich ich mit einem größeren Startkapital mindestens ja anzufahren. Genau, ja, sonst wollte er ja auch mal 250 Euro ergaunern, aber diesmal nur 70. Ist mal was ganz Neues, aber Betrug bleibt Betrug. Schauen Sie mal, wir können auch Ihnen von unserer Seite 50 Euro auf Ihr Kontostand senden, ja? Und Sie können einfach unsere, also wie ich gesagt habe, automatisches Algorithmus einfach testen, ja? Das geben wir Ihnen für 2 Tage, dann können Sie sehen, welche Profite können Sie mit 50 Euro bekommen, ja? Und dann werden Sie selbst entscheiden. Das ist kein Problem. Klingt nach Betrug. Also bei uns gibt es ein Demokonto, ja? Wir geben von unserer Seite... Ja, genau. Was anderes habt ihr denn nämlich auch nicht als nur dieses Demokonto. Das ist nämlich das Einzige, was man bei euch aktiviert. Ein Demokonto, womit ihr mich denn verarschen wollt. Ja, warum soll ich kenn schon so eure... Schon mal was vom LPL Financial gehört? Die wurden ja gerade erst platt gemacht, ne? Bitte? Ich sage LPL Financial, EU und Com, das gab's ja zwei verschiedene, die wurden ja gerade erst platt gemacht. Da hat die Polizei das ganze Callcenter gestürmt. Das passiert bei euch auch bald. Ja, aber unsere Firma findet sich nicht in Deutschland. Ja, das spielt ja keine Rolle. LPL Financial war auch nicht in Deutschland und wurde trotzdem von der Bundespolizei gestürmt. Ja, es kann man also... Eigentlich sind wir ein internationales Unternehmen und unsere Firma sitzt nicht in Deutschland. Ihr seid die Nächsten, ne? Handeln. Ja, aber ihr seid die Nächsten, ne? Euer Callcenter wird als nächstes platt gemacht. Ich verstehe nicht, worüber Sie reden, ja. Es geht ja, also unsere Handelsplattform ist eigentlich reguliert, ja? Nee, das ist ja Quatsch. Mhm. Also glauben Sie mir nicht, ja? Ich glaube, ihr seid Betrüger und Abzocker. Nein, Entschuldigung, ich weiß, warum? Ihr seid. Warum? Weil ich brauche Ihre 70 Euro, was für? Ja. Was werde ich machen mit Ihren 70 Euro? Ja, weiß ich doch nicht, wo du dir da die 70 Euro hinschiebst. Aber letztendlich seid ihr nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Sowas ist ehrenlos, ja, was ihr da macht.
noch eröffnen bei uns auf unserer Handelsplattform ja ein Handelskonto. Ja, das ist ja Quatsch, das stimmt ja nicht. Man kann bei euch maximal ein Demokonto eröffnen und dann tut ihr so, als wäre es ein Handelskonto. Doch. Schauen Sie mal, wir bitten unsere Dienstleistung gehen. Das ist keine Dienstleistung, das ist Betrug. Das ist kein Betrug. Dann, doch, das ist Betrug. Du bist kriminell, du bist eine Kriminelle, bandenmäßiger Betrug. Was? Du selbst bist kriminell, du persönlich. Ich? Ja, du persönlich. Ja, eine Mädchen, ja. Also der, Nee, du bist kein Mädchen. Du bist einfach nur eine Kriminelle und du gehörst in den Knast. Mhm. Okay, wenn Sie keine Interesse haben, dann könnten Sie mir einfach das am Anfang direkt sagen, ja? Und Ihre und meine Zeit hat mich nicht ausgeben. Na doch, genau das möchte ich ja, dass du möglichst viel Zeit mit mir verschwendest. Ja, aber habe ich Ihnen gesagt, dass wir können Ihnen von unserer Seite, wir haben das Konto 50 Euro senden, jetzt können Sie 2 Tage testen. Wenn Sie ja, ist ja Quatsch, nicht. Da braucht man nichts testen. Da, so, die Show könnte da wem anders vorspielen, aber nicht mir. Das ist alles okay, Fake. Schala, ja. Ihr seid komplett Fake und du bist Fake. Du bist Betrüger und Fake und kriminell. Ja, warum bin ich kriminell? Ja, weil du diesen bandenmäßigen Betrug am Telefon ausführst. Mal, auch das ist strafbar. Sagen Sie alle unbekannte Menschen, dass die sind Betrüger? Nein, du bist Betrüger. Ja, warum dann sagen Sie mir, dass ich Betrüger bin, wenn Sie kennen mich überhaupt nicht? Und Sie haben überhaupt nicht unsere Service getestet. Ja, genau, den brauche ich auch nicht testen, weil man vorher weiß, dass es Betrug ist. Ja, dann sollen Sie einfach nicht auch sagen, dass ich betrogen bin, ja? Doch, du bist kriminell. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht doch. Sie sind kriminell. Nein. Ich kenne Sie auch nicht persönlich. Ja, ich das ist mir... Es spielt ja keine Rolle, aber letztendlich ist dein Job ist kriminell und du bist eine bandenmäßige Betrügerin. Und du solltest dir ganz schnell einen anständigen Job suchen. Es tut mir leid, dass Sie so skeptisch sind zu bleiben, Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Du weißt gar nicht, was ich weiß. Doch. Und vor allem, das könnte ja deine letzte sein, dass du noch einen anständigen Job machen kannst. Weil es wird nicht lange dauern, da wird auch die Polizei euer Callcenter stürmen. Okay, das können Sie auch gerne machen. Das können Sie bei der Polizei gehen und sagen, dass Sie Angst vor einer Frau am Telefon haben. Nee, das ist definitiv nicht der Fall. Du bist lächerlich. Aber du bist auch eine lächerliche Betrügerin, weil der Betrug ist ja gerade aufgefallen. Vor dir habe ich bestimmt keine Angst. Ja, also das, ich glaube, dass Sie einfach ein skeptischer Mann, ja. Und nee, das hat nichts mit Skeptik zu tun. Leid, das hat einfach was damit. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mehr weiß als du wahrscheinlich. Okay, Herr Zalaios, einen schönen guten Tag. Das ja, wünsche ich dir auf keinen Fall. Ich wünsche dir das auf gar keinen Fall. Dir sollen die Hände abfaulen, wirklich, für das, was okay, du machst. Ja, alles klar. Also es tut mir wirklich leid, dass Sie so skeptisch sind. Nee, wie gesagt, ich bin nicht skeptisch. Ich bin überhaupt nicht skeptisch, ich weiß es. Skeptisch und wissen. Schönen guten Tag, Herr Zalaios. Emilia Hart am Apparat. Von Benefix.com, Online-Trading-Plattform. Ja, ich hätte... Wie geht es Ihnen? Ich hätte gerne mal den Wilson gesprochen. Wie bitte? Den Wilson hätte ich gerne gesprochen. Also Wilson? Wilson, ja. Aber mach mal da die Musik aus, weil du bist kaum zu verstehen. Einen Moment. Nee, jetzt keinen Moment. Musik aus. Hallo? Das ist nicht Wilson, ich will den Wilson sprechen. Also, ich bin Wilson Assistentin. Nee, das ist ja Quatsch, ich will den Wilson jetzt sprechen. Okay, also eigentlich, Sie haben sich bei uns ein Online-Handelskonto registriert, aber Ihr Konto ist leider unaktiviert und leer. Ja, interessiert mich nicht, ich will mal Wilson jetzt sprechen. Auf welcher Plattform? Wilson? Wilson jetzt. Will ich jetzt sprechen? Okay, auf welcher Plattform? Ja, auf deine. Jetzt gib mir doch mal Wilson. Okay. Also ich werde mit Wilson sprechen. Nee, ich will mit Wilson sprechen. Ich verstehe. Ja, jetzt gib mir mal Wilson. Wir werden nochmals. Ja, geh doch mal jetzt. Nein, nicht nochmal anrufen. Weiter, das Telefon weitergeben. Jetzt. Okay, Thaler, okay. Nein, nicht Thaler. Jetzt Wilson. Also, Ihr Name ist Klaus Thaler, oder? Ja, und ich will den Wilson sprechen. Ich verstehe, Herr Klaus.
Okay. Wir werden nochmal anrufen, aber... Nein, nein, nicht nochmal anrufen. Den willst du einfach herholen. Okay, ich verstehe, Herr Klaus. Ja, scheinbar nicht. Okay. Ja, hol mal den Wilson jetzt ans Telefon. Einen Moment. Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja. Also, meine Kollegin macht gerade eine Pause. Dann geh mal nochmal zu Wilson und sag ihm mal das Passwort kleine Katze. Dann kommt er ganz bestimmt. Aha, okay. Passwort kleine Katze. Kleine Katze, okay. Genau, das ist das Passwort. Sag ihm das mal. Okay, danke. Auf Wiederhören. Nee, nicht auf Wiederhören. Du sollst mal zu Wilson gehen und ihm das Passwort sagen. Okay. Jetzt, aber nicht auflegen. Okay, Herr Klaus. Ja, ist wichtig. Okay. Herr Klaus. Ja. Es ist Ihre Passwort. Ja, aber das von Wilson. Wenn Wilson da sitzt und du wirklich mit Wilson sprichst, dann weiß Wilson mit dem Passwort Bescheid. Ja, ich weiß, aber es ist Ihre Passwort zwischen mit ihr und meine Kollegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber jetzt gib mir mal ganz schnell Wilson, ist dringend. Okay. Also, ich werde mit meinen Kollegen sprechen, dann wir werden in einer Stunde nochmal anrufen. Nee, jetzt, wir müssen das jetzt schnell machen. Weil die Polizei steht schon vor der Tür, deswegen gib mir jetzt schnell mal Wilson. Meine Kollegen. Ja, du sollst mir schnell mal Wilson geben. Verstehst du das nicht? Also, Polizia ist vor der Tür. Ich verstehe, aber meine Kollegin macht eine Pause, Entschuldigung. Ja, wenn du ihm das Passwort sagst, kleine Katze, dann weiß er sofort Bescheid. Herr Klaus, ich weiß es nicht. Ihre Passwort zwischen meine Kollegin und ihr. Ja, deswegen sollst du es ihm mal sagen, damit er jetzt schnell ans Telefon kommt. Jetzt mach. Okay, ich werde in 10 Minuten nochmal anrufen, okay? Nein, am Telefon bleiben. Und jetzt geh mal bitte schnell zu Wilson. Okay, einen Moment. Herr Klaus? Ja? Ich habe jetzt mit meinem Kollegen gesprochen. Ja? Und meine Kollegin wird sie in einer Stunde anrufen. Jetzt, aber jetzt leider jetzt nicht. In einer Stunde ist zu spät. Wofür so spät? Ja, wenn Sie wollen, ich möchte Ihr Konto aktivieren. Mensch, ja, das ist... Ich möchte Sie behilflich sein. Das ist meine Aufgabe. Ja, aber ich muss mal mit Wilson sprechen, ganz dringend. Ich verstehe, aber meine Kollegin macht eine Pause. Ja, wenn Sie wollen, ich möchte Ihr Konto aktivieren. Ja, Wilson muss, Wilson muss jetzt mal schnell ans Telefon kommen. Also verstehen Sie, was ich meine? Meine Kollegin macht eine Pause. Ja, ich verstehe das Wort, aber die Pause soll er unterbrechen. Abbrechen. Er soll mal schnell ans Telefon kommen. Ist wichtig. Ich verstehe, aber das ist jetzt unmöglich. Doch, das ist möglich. Er soll jetzt mal schnell an deinen Apparat gehen. Also, Herr Klaus, ich möchte behilflich sein, okay? Na, dann sei behilflich damit, dass du mir jetzt mal den Wilson ans Telefon holst. Meine Kollegin macht eine Pause. Ja, ist nicht schlimm. Der muss die unterbrechen. Abbrechen. Er muss jetzt mal ans Telefon. Okay, also wenn Sie wollen, wir werden nochmal in einer Stunde anrufen. Ja, aber der Wilson, der soll anrufen. Ganz dringend. Okay. Mhm. Okay. Haben Sie eine andere Frage? Nee, sonst habe ich keine Fragen. Ich wollte gerne mit dem Wilson sprechen. Okay, ja. Gerne. Alles klar.
Okay, alles klar. Ich wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Klaus. Mhm. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, tschüssi. Jawohl, jetzt höre ich Sie. Spreche ich mit Herrn Klaus Thaler? Ja. Ich bin der Maxim von Benefix Online Trading Plattform wegen die automatische Trading. Ja, aber mit Ihnen wollte ich nicht sprechen. Ich wollte mit dem Wilson sprechen. Mit wem? Mit Wilson. Wilson? Ja, ich hatte vorhin eine Dame dran und die hat gesagt, Wilson ruft mich zurück. Eine Sekunde, ich werde Sie Wilson weiterleiten. Eine Sekunde. Ja. Ist die Lautsprecher offen? Ich kann Sie gar nicht hören. Doch, ich höre Sie. Ich höre Sie ganz gut. Ich höre Sie aber nicht. Naja, doch, Sie antworten ja. Stellen Sie mich mal zu Wilson durch. Okay, ich werde Sie Wilson weiterleiten. Ja. Hallo? Ja. Wilson hier? Nee, das ist nicht Wilson. Wilson. Ja. Hallo? Spreche ich mit Gerold Steiner? Mhm. Ah, ich heiße Bianca Müller, ich bin die Account Managerin von Global Financial Markets. Aha. Sie haben sich vor kurzer Zeit auf unserer Plattform registriert, habe ich recht? Keine Ahnung, möglich. Also haben Sie sich für Bitcoin, für Währungen, für Investitionen interessiert? Ja, sowas habe ich mich interessiert, ja. Mhm. Okay, haben Sie Erfahrung mit dem Traden? Nö, nee, gar nicht. Oh, super. Ich kann Ihnen erklären, wie das laufen wird. Mhm. Also, Sie haben ein Handelskonto. Ich werde Ihnen als Account Managerin helfen, es zu aktivieren. Mhm. Nach der Aktivation erhalten Sie einen Finanzanalytiker. Mhm. Und er wird für Sie traden. Okay. So. Aber er profitiert bis zu 10% von Ihrem Gewinn. Das ist aber viel. Nochmal bitte? Das ist aber viel. 10%? Mhm. Wieso ist das viel? Na, 10% ist ein Zehntel. Das ist doch schon eine Menge. Okay. Mhm. Eigentlich ist nicht so viel. Er tradet ja für Sie. Er macht alles für Sie. Er analysiert den Markt. Er überprüft Ihr Kontostand. Ja, aber das Geld ist ja meins. Oder nicht? Ja, das ist eigentlich schon Ihres. Mhm. Aber wenn Sie 100 Euro gewinnen, bekommt er davon 10 und Sie 90. Ja, das sind ja dann nur noch 90 und keine 100 mehr. Nur noch 90. Ja. Hey, das ist nicht so viel für diese Arbeit eigentlich. Wie bitte? Eigentlich sind 10% nicht so viel, wenn er für Sie alles macht. Nicht? Ich dachte, Sie haben doch keine Erfahrung. Er wird Sie Ihnen noch beibringen. Ach so. Ja, und dann mache ich das irgendwann alleine, oder wie funktioniert das? Wenn Sie wollen, kein Problem. Und dann muss ich keine 10% mehr abgeben? Dann müssen Sie keine 10% mehr abgeben. Ja, dann machen wir das so. Okay, welche Zahlmethode besitzen Sie? Visa oder Mastercard? Wie jetzt? Also wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, na klar. Das müssen wir mit einem Betrag machen. Der Mindestbetrag liegt bei 250 Euro. Ja. Okay, welche Zahlmethode haben Sie? Visa oder Mastercard? So eine Karten habe ich, glaube ich, nicht. Sie glauben, Sie haben keine Karten oder Sie haben keine Karten? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe sowas noch nicht gebraucht. Wer muss das denn wissen? Wie meinen Sie das? Also, wie können Sie nicht wissen, ob Sie irgendeine Karte haben oder nicht? Na, ich habe eine normale Bankkarte, aber mit den anderen Karten... Haben Sie Online-Banking drauf? Ja, sowas habe ich. Aber das andere, das nutze ich nicht so. Also, wüsste ich jetzt nicht, ob ich sowas habe. Ja, okay, kein Problem. Hm. Sie können das auch mit Online-Banking machen. Okay. Also, wir werden zusammen eine Rechnung erstellen. Ein was? Aber es ist erst gleich eine Rechnung. Ich höre mich verdoppelt. Verdoppelt? Ja, also zweimal. Keine Ahnung. Alles, was ich sage, wiederholt sich. Steht Ihr Handy auf Lautsprecher? Ja. Bestimmt deshalb. Wie bitte? Deshalb höre ich mich zweimal. Ach so. Ja, okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wieso? Ist das wichtig?
Ja, natürlich, wir dürfen mit Kunden unter 18 nicht arbeiten. Ach so, ja, nee, da bin ich auf jeden Fall drüber. Okay, und wie alt sind Sie dann? Na, das ist ja dann egal, das habe ich ja, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich bin. Eigentlich ist ganz egal. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich volljährig bin. Okay, arbeiten Sie? Ja, klar. Was sind Sie vom Beruf? Wofür ist das wichtig? Ich lege ein Portfolio von Ihnen an. Ja, aber da möchte ich nicht, dass mein Beruf da drin steht. Und Ihr Alter? Haben Sie ein Geheimnis? Ja, das muss ja nicht jeder wissen. Ja, aber das sind unsere Standardfragen. Ja gut, aber da kann ich ja nichts dafür, dass das Ihre Standardfragen sind. Das muss ich ja bei meiner normalen Bank auch nicht angeben. Naja, okay. Haben Sie unter dieser Nummer WhatsApp oder wollen Sie per E-Mail angeschrieben werden? Wozu brauchen wir das? Damit ich einen Link zukommen kann, lassen kann. Okay, was denn für ein Link? Von Moonpay. Sie werden dort eine Rechnung erstellen und können bei dieser Rechnung eine Online-Überweisung tätigen. Ach, von Moonpay, ja, das sagt mir sogar was. Das habe ich schon mal gesehen. Okay. Moment. Ja. So, das wird mit Ihnen eine aus der Rechtsabteilung machen, okay? Hm. Sie heißt Pia Lohmann. Ich gebe Sie gleich der Pia Lohmann weiter. Ja. So, hallo, ich grüße Sie. Pia Lohmann ist mein Name. Ja, hallo. Also, die Kollegin hat mich einmal um Unterstützung gebeten. Und zwar, bei Ihnen war das Zahlungs... wickeln wir ja die Zahlung über die Seite Moonpay ab, richtig? Ja, weiß ich nicht. Wenn Sie das so wollen, ja, dann können wir das so machen. Okay, perfekt. Zahlen Sie per Banküberweisung sozusagen oder mit Kreditkarte? Wie ist das denn? Wenn eine Kreditkarte habe ich, glaube ich, nicht. Ach so, okay. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. So, Moment, ich öffne mir mal einmal Ihre Kartei. Okay, super, da bin ich wieder. Also, würden Sie mir Ihre Handynummer mitteilen, dann würde ich Ihnen da nämlich einen Link drüber schicken oder lieber per E-Mail? Nö, dann lieber per E-Mail. Lieber per E-Mail, okay. Mhm. So, ich habe hier die E-Mail-Adresse gerold.steini@mdccfun.de. Okay, perfekt. Also, ich schreibe vom Namen der Kollegin aus, mit der Sie gerade eben gesprochen haben. So, deswegen wundern Sie sich nicht. Das schicke ich Ihnen so. Einmal ist das der Link. Ups. So, geht gleich los, sorry. So, das ist einmal die Seite und das ist die Wallet-Nummer, schreibe ich Ihnen. Was ist denn eine Wallet-Nummer? Die Wallet-Nummer, das ist die virtuelle Geldbeutelnummer sozusagen, auf die die Zahlung weitergeleitet wird, um auf Ihr Konto bei uns rausgebucht zu werden. Na, aber da helfe ich Ihnen gleich bei der... Wieso brauche ich da eine Wallet-Adresse für? Eine Wallet-Adresse ist ja dann nicht mehr nachvollziehbar, wo das Geld hingegangen ist. Doch, Sie bekommen über die Seite eine Rechnung. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja gut, aber es ist ja trotzdem dann nicht nachvollziehbar. Wenn ich auf einen Wallet überweise, da steht ja kein Name oder sowas hinter. Ah, bei uns doch. Also das werden Sie gleich sehen. Nee, das geht ja bei einer Wallet-Adresse nicht. Eine Wallet-Adresse ist immer anonym. Das ist richtig. Ja, aber ich zahle ja nicht auf ein anonymes Konto ein. Nein, 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 das tun Sie auch nicht. Wie gesagt, wenn Sie... das werden Sie gleich sehen. Sie müssen ja sowieso, also das, was wir jetzt abwickeln, wir erstellen für Sie eine Rechnung. Diese Rechnung, die Sie bekommen, die wird dann bei Ihnen übers Online-Banking abwickeln müssen. Das heißt, entweder Sie gehen dann zur Bank mit dieser Rechnung oder Sie geben das in Ihrem Online-Banking ein. Das heißt, jetzt in diesem Etappe, auf jeden Fall in diesem Schritt passiert erstmal nichts sozusagen, was Ihr Geld wegbeamt sozusagen, ne? Na ja gut, so, wenn ich das denn, wenn ich das aber letztendlich über Moonpay auf ein fremdes Kryptowallet einzahle, ist es weg. Nein, nein, das ist nur die sozusagen die Referenz sozusagen, ne? Also was denn für eine Referenz? Das werden Sie gleich sehen. Schauen Sie sich das an, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen jetzt erklären soll. Ich habe Ihnen die E-Mail schon mal hingesteckt. Also wie gesagt, über die Seite Moonpay geht Ihnen kein Geld weg. Naja, Sie sich keine Gedanken darüber buche ich ja Geld weg. Das ist ja, dafür ist ja Moonpay da.
Wir erstellen eine Rechnung. Sie müssen sowieso dann eine Banküberweisung tätigen. Ja, aber zu MoonPay möchten Sie ja, dass ich die Banküberweisung tätige. Und dann zahle ich ja trotzdem auf einen Krypto-Wallet ein und da ist die Kohle dann weg. Aber die ist ja nicht weg. Die geht ja zu Ihnen auf das andere Wallet, was wir für Sie als Internet-Wallet benutzen für die Seite. Ja, nee, aber das ist ja nicht seriös. Sowas macht man nicht. Das klingt nach Betrug. Warum? Das ist doch ein... Wohin überweisen Sie das denn sonst, wenn Sie ein Krypto-Wallet ja, anlegen? Das kann man ja nicht mehr nachvollziehen. Das ist ja dann weg, das Geld, nach einem Krypto-Wallet. Das ist ja nicht mehr nachprüfbar und auch nicht mehr rückholbar, dann das Geld. Ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Ich verstehe nee, Sie möchten, nicht, dass ich eine Banküberweisung über MoonPay auf einen Krypto-Wallet mache. Und das ist die Definition von Geld weg. Ach ja, ich versuch's, vielleicht kann es ein Kollege besser erklären. Ganz kleinen Moment bitte. Ich dachte, Sie sind jetzt schon die Unterstützung. Ja, ich bin die Unterstützung, aber ich bin, was erklärungstechnisch jetzt geht, aktuell ein bisschen am Ende mit meinen Erklärungen. Ganz kleinen Moment bitte. Mhm. Das kann Ihnen tatsächlich niemand besser erklären als ich, wie es sich herausgestellt hat. Ja, das, was wir aber mit Ihnen machen können, ich habe da in der Zwischenzeit nochmal nach... Ja, jetzt ist Ihr Mikrofon aus. Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Ah, perfekt. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Sehr schön, perfekt. Irgendwas mal mit der Verbindung. Also, tatsächlich ein bisschen besser als ich, kann es Ihnen keiner erklären. Ja. Was ich aber in der Zwischenzeit schon mal rausgefunden habe, ist, dass wir die Möglichkeit haben, Ihnen eine Rechnung von uns aus zu erstellen. Mhm. So. Dafür brauchen wir aber natürlich die Rechnungsdaten jetzt einmal von Ihnen. Ich habe jetzt hier den Namen Gerold Steiner, das habe ich. Mhm. So, Sie rufen aus, also Sie wohnen in Deutschland. Mhm. Bräuchte ich einmal die Anschrift? Steht das da bei Ihnen nicht? Nee, ich habe nur die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihren Namen. Mhm, dann würden wir das so lassen, weil das klingt nach Betrug, was Sie da machen. Ihnen eine Rechnung zu erstellen, klingt für Sie nach Betrug. Nee, aber dass da niemand Kompetentes sitzt, der mir mal was erklären kann. Also ist ja peinlich für so ein Unternehmen. Ist ja ein Armutszeugnis. Das hat nichts mit Unkompetenz zu tun, sondern das was damit zu tun, dass... Sie, ich glaube, noch nicht die Funktion eines Internet-Wallets verstehen. Oh doch, die verstehe ich ganz gut. Grundsätzlich gibt es ja keinen Ansprechpartner für ein Internet-Geldbeutel. Das ist ja nicht wie bei der Bank. Ja, das spielt ja keine Rolle, aber man kann sich ja darüber trotzdem belesen, wie sowas funktioniert. Und Sie erklären das definitiv falsch. Wir sind ja ein Vermittlerunternehmen. Das heißt, wir betreuen die Seite überwiegend mit unseren Kunden. Ja, ja. Es hat bisher noch nie Probleme gegeben. Na, das glaube ich aber nicht. Und die Geldzurückgarantie sind Sie ja auch gesichert. Das glaube ich aber nicht. Dass, wenn ich bei euch Geld einzahle, sehe ich das nie wieder. Das ist Betrug. Das ist bandenmäßiger Betrug. Da machen Sie sich übrigens mit strafbar. Na gut, ich will Sie jetzt auch nicht weiter dann aufhalten, wenn bei Ihnen... Ja, jetzt... Meine Zeit ist auch kostbar. Dementsprechend tut es mir leid, Herr Steiner. Da müssen Sie sich jemand anders suchen. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Vielen Dank. Wiederhören. Bitteschön.